Willkommen beim Seminar Kartenlegen für Liebe und Beziehung. Es geht um die Hauptpersonenkarten, Herr und Dame, und was die Lenormand-Karten im Kontext über die Qualität der Beziehung aussagen. Nun geht es um die Karten 17, der Storch, bis 24, das Herz. Die Karte 17, der Storch, kennzeichnet eine Veränderung. Eine Veränderung in der Beziehung zwischen den beiden Hauptpersonen oder eine Veränderung, die sich auf die Dinge bezieht, die durch die umliegenden Karten angekündigt werden. Möglicherweise gibt es einen Umzug oder einen Auszug, vielleicht ins gemeinsame Heim. Das würde durch die Karte das Haus angedeutet. Vielleicht gibt es auch einen kurzen Tapetenwechsel, eine Kurzreise, einen Kurztrip. Die Karte Storch bedeutet, es gibt eine Veränderung und es kommt etwas in Veränderung zwischen diesen beiden. Im Gegensatz dazu bedeutet die Karte 18, der Hund, Stabilität und Treue. Vielleicht ist es eine Charaktereigenschaft, er ist treu, sie ist treu, zwischen ihnen herrscht Treue. Möglicherweise ist es aber auch ein treuer Freund von ihm oder von ihr. Man beachte jedoch, dass der Hund auf allen Lenormand-Decks angekettet ist. Das bedeutet auch, dass sich einer von beiden in der Beziehung eingeengt fühlen könnte. Vielleicht auch beide. Die Karte 19, der Turm, bedeutet Distanz. Möglicherweise führen die beiden eine Fernbeziehung, wenn der Turm zwischen ihnen liegt. Der Turm kann in beruflicher Hinsicht auch ein Zeichen für Autorität, Behörde, staatliche Gewalt, Institution sein. Vielleicht ist er Beamter oder sie hat eine Führungsposition. Der Turm kann auch berufliche Selbstständigkeit bedeuten. Wenn es jedoch nicht um den Beruf geht, sondern, wie in unserem Schwerpunkt, um die Liebe, kennzeichnet der Turm als ein vereinzelt stehendes Gebäude auch die Einsamkeit. Entweder die räumliche Entfernung zwischen beiden oder die innere Einsamkeit, innere Distanz oder Entfremdung. Karte Nummer 20. Der Park oder der Garten, wie auch manchmal genannt wird. Diese Karte bezeichnet die Öffentlichkeit, die Gemeinsamkeit. Öffentlichkeit bedeutet heute oft die virtuelle Welt, das Internet. Wenn die Karte der Park zwischen beiden liegt, dann begegnen sie sich häufig in der Öffentlichkeit, möglicherweise über das Internet, vielleicht haben sie sich im Internet kennengelernt. Es kann jedoch auch heißen, dass sie sich begegnen oder sich gleichsam zufällig über den Weg laufen. Ja, wichtig ist bei der Karte der Garten oder der Park, es findet eine gewisse Sichtbarkeit statt. Wenn die beiden eine geheime Beziehung haben, wird sie mit der Karte der Park in der Nähe wahrscheinlich nicht lange geheim bleiben, denn man wird beobachtet. Andererseits ist die Karte der Park jedoch eine positive Karte, eine Karte mit einer heiteren Grundaussage, die glückliche Begegnungen verspricht. Die Karte 21, der Berg, bezeichnet ein Hindernis, eine Blockade. Wenn der Berg zwischen den beiden Hauptpersonen auftaucht, gibt es eine Blockade in der Beziehung oder ein Hindernis, das die beiden bewältigen müssen. Man kann auch sehen, bei welcher Hauptpersonenkarte diese Karte der Berg liegt. Möglicherweise ist er blockiert, möglicherweise ist sie mit einem Hindernis konfrontiert. Man muss im Kontext der umliegenden Karten schauen, welche Art dieses Hindernis sein könnte. Finanzieller Art, emotionaler Art oder vielleicht gibt es auch dritte, einflussreiche Personen, die die Beziehung stören. Das muss man im gesamten Zusammenhang sehen. Die Karte 22, die Wege, kennzeichnet eine Entscheidung. Hier gabelt sich ein Weg. Das heißt, man muss sich entscheiden, nach links oder rechts zu gehen, möglicherweise Alternativen zu finden. Die Karte der Weg kann heißen, er ist unentschlossen oder sie muss sich entscheiden. Möglicherweise geht es um einen anderen Partner, um eine andere Partnerin. Möglicherweise geht es auch um einen anderen Weg innerhalb der Beziehung. Etwas soll sich verändern, eine Entscheidung muss getroffen werden. Die Karte 23, die Mäuse.
steht für einen Verlust. Manche Kartenleger sagen Diebstahl, Armut, Not. In Bezug auf die Beziehung heißt es, dass etwas vermindert wird. Ja? Möglicherweise ist die Liebe vermindert, das Vertrauen, das muss aus den umliegenden Karten im Kontext gedeutet werden. Es kann auch heißen, wenn es sehr nah bei einer Personenkarte ist, dass er wenig Selbstbewusstsein hat oder dass sie vielleicht ein Mangelbewusstsein hat. Möglicherweise leidet die Beziehung unter einem Mangel an Zeit, an Emotionen, an Vertrauen. Das erschließt sich aus den umliegenden Karten. Die Karte 24, das Herz, ist natürlich die Karte, die wir am liebsten zwischen den Hauptpersonenkarten liegen sehen. Die Karte 24 steht für die Liebe, für die Emotionen, für das Zusammengehörigkeitsgefühl, für die Romantik. Möglicherweise ist er ein Romantiker oder sie ist sehr verliebt in ihn. Sehen wir, welche anderen Karten im Zusammenhang mit der Herzkarte liegen, so verstehen wir auch, woran er sein Herz hängt, ja, oder in welche Situation sie ihr Herzblut investiert. Das ist eine Deutung der Karten 17, der Storch, bis 24, das Herz, der Lenormand-Karten, in Kombination mit den Hauptpersonenkarten.